Hallo meine lieben kleinen Minecraft-Wölfe, ich bin's wieder, euer Cooper, der liebe Gaming-Wolf. Und ja, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einem neuen wunderschönen Tag auf meiner Insel hier bei Minecraft Extreme Survival Raft. Ja, wie ihr da seht, ich habe hier ein bisschen schon gebaut offscreen und habe auch schon ein paar Kartoffeln gekriegt, deswegen wollen wir auch gleich mal meine Schweinchen bisschen für den. Bitteschön, Schwein. Hier, bitteschön, Juli. Oh. Wir lassen die beiden mal kurz alleine. Ich weiß, was da jetzt abgeht. So, ja, wir haben die beiden einmal kurz ein bisschen gefüttert. Da ist schon das nächste Babyschaf. Ich leg mal kurz die Kartoffel weg. Ja, und ja, was wollte ich euch jetzt gerade eigentlich zeigen? Genau. Ich habe hier auch schon mal angefangen, ein bisschen Brücke zu bauen. Wir haben hier neuen. Da ist ein neuer reisender Händler aufgetaucht. Ich weiß nicht, wie der das. Oder ist das der gleiche wieder? Ich weiß das beim letzten Mal, als hier ein paar Wasserleichen aufgetaucht sind. Das war allerdings offscreen. Als ich hier ein bisschen was vorbereitet habe, da haben sie sich. Da hat der andere sich unsichtbar gemacht und irgendwann war er plötzlich verschwunden. So, und ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich da einen neuen. Und der. Bin ich mal gespannt, ob der ein bisschen länger bleibt. Ich meine, großartig handeln kann man mit denen nicht. Die sind total überteuert. Und ganz ehrlich, wer die hier verteidigen will, gegen meine armen Schweine und sich auf die Seite dieser blöden Villager stellen, ne, anstatt meine Schweine mit in Schutz zu nehmen, kann ich nur sagen, du hast keine Chance. Meine Schweine sind heilig. Ups, jetzt habe ich nicht beim Angeln aufgepasst. Schweine gehen definitiv über diese Duffi-Nase. So, was habe ich denn jetzt eigentlich schon wieder geangelt? Ach, ein Fisch. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, hier jetzt gerade ein bisschen Nachtangeln zu machen, aber ich habe gedacht, das ist so ein... Eigentlich wollte ich was anderes machen. Ich bin schon wieder total verwirrt. Ich weiß gerade gar nicht überhaupt mehr, was ich machen wollte. Ich habe Lederstiefel geangelt. Was soll ich mit so einem Mist? Nee, egal. Jetzt weiß ich es wieder. Warte, ich wollte jetzt nicht ins Wasser laufen. Genau. Ich weiß es wieder. Was ist hier passiert? Julia, alles gut? Okay. Schwein ist auch da. Schwein Junior ist auch da? Hier fehlt doch ein Schwein. Nee. Schwein Junior ist auch da. Alle Schweine da. Wieso lagen denn da eben gerade Experience? Wo kam die denn her? Hä? Ich bin verwirrt. Ach ja, was ihr noch gar nicht gesehen habt. Doch, habt ihr schon gesehen. Habe ich euch gezeigt, ne? Hier habe ich die gute Steinsäge. Und... Okay. Wer blubbert hier rum? Schwein, passt gut auf den Kleinen auf. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe schon wieder so einen Ertrunkenen gehört. Zack. Genau, ich wollte mich hier an der Brücke noch ein bisschen was schon mal weiter bauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich will sie bis da bauen und dann, glaube ich, werde ich sie teilen. Einmal nach da und dann einmal nach da hinten weiter. Irgendwie würde mir da schon was Nices einfallen. Ich weiß nicht, warum der Händler nicht irgendwie sich mal eine flache Stelle sucht und mal aus dem Wasser kommt. Ich meine, ja, Schweine über Händler und meine Schweine definitiv über Villager. Aber das heißt nicht, dass ich möchte, dass den Villagern was passiert. So ist das natürlich auch nicht. So gemein bin ich denn doch nicht. Solange sie meine Schweine in Ruhe lassen, dürfen sie gerne hier leben und stehen natürlich auch unter meinem Schutz. Ich will natürlich denn nicht zulassen, dass da irgendwas passiert. So 1, 2, 3 und 4. Zack. 1, 2, 3 und 4. Da kommt hin eine Fackel hier. So, dann haben wir das ja auch schön ausgeleuchtet. Damit uns hier auch nichts passiert. Und ja, irgendwas... Ich muss immer noch rausfinden, wo ich den
den Ersoffenen da gehört habe. Den Ertrunkenen. Schweine, wo seid ihr? Okay, Schwein mit Schwein Junior. Junior ist da vorne. Alles gut bei euch? Gut. Oh oh, oh oh. Creeper, Creeper. Autsch. Ey, Julia, pass doch auf. Du kannst doch nicht einfach hier reinspringen. Bist du wahnsinnig? Komm, wir müssen dich hier mal wieder rausholen. Komm mit. Das war ganz schön leichtsinnig von dir. Sowas kannst du doch nicht einfach machen. So, Julia, du bleibst jetzt mal eine Weile hier. Du rennst rum, wo Wasserleichen unterwegs sind. Du machst ganz viel komisches Zeug. Du bist ein bisschen zu lebensmüde. So, jetzt muss ich das Ganze hier erstmal irgendwie halbwegs wieder herstellen. Auch wenn mir das eigentlich hier alles gar nicht gefällt. Tipp. So, als erstes müssen wir hier einmal zubauen. Zack, 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 zack. Dann, zack, zack. Zack, zack. Dann bauen wir hier so ein bisschen ab, damit das vernünftig aussieht. Zack, zack, zack. Bauen hier wieder so ein bisschen aus. Bauen da so ein bisschen den Höhleneingang hin. Und ja, würde ich sagen, haben wir gut gemacht. Dann hängen wir hier noch ein paar Fuckels hin. Bäm, 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 bäm. Damit hier auch nicht wieder irgendwas komisches spawnt. So, hier oben machen wir auch noch mal einen Ausleuchter. Hier auch noch. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee. Dann sehe ich vielleicht auch mal meine Insel von weiterhin. Ist alles gut bei dir? Ja? Okay, dann ist ja gut, Julia. Zack, hier mache ich auch noch mal eine Fuckel hin. Boah, dann würde ich sagen, ist das doch alles schon mal ganz schicki hier, oder? Komisch, ich habe vorhin einen Ertrunkenen gehört, aber ich finde hier keinen. Also kann wohl auch nichts Schlimmes hier sein. Gut, dann wollten wir aber irgendwie, beziehungsweise ich wollte hier noch mal, zack, das da abbauen. Das da, die Melonen wollte ich abbauen. Ich hoffe, die... Zack. Waren die Kartoffeln überhaupt schon reif? Ich pflanze erstmal noch bei dir ein bisschen was an. Zack, zack, zack. Nee, Jungs, komm mal mit hier, ne? Kommt, wir gehen hier wieder hoch. Ja, ja, ich weiß. Ihr wollt alle gerade wieder fressen haben. Junior kann was kriegen. Die anderen müssen leider noch ein bisschen Geduld haben. Das tut mir ja leid. Bist du neuerdings auch Fisch oder was? Nö. Du? Nö. Seht ihr? Na gut, eine Kartoffel kriegst du. Zack, so. Ja, Julia, du machst erstmal Pause. Denn ich möchte hier keine komischen Paarungen erleben. So, Kartoffeln sind wertvolle Sachen, die kommen hier in die Kiste. Denn ich muss auf das Feuer aufpassen. Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon den Hintern verbrannt habe, weil ich da durchgelaufen bin. Ich muss echt besser lernen, mit Feuer umzugehen. Das ist ja furchtbar hier. So, genau, hier soll das Essen rein. Brot kommt auch erstmal hier rein. Fisch habe ich ja hier noch. Zack, die Steine sind fertig gebrutzelt. Dann kommt erstmal Fischi. So, ich muss irgendwann auch Räucherofen. So, dann haben wir hier, zack. Das wandeln wir auch mal in Stroh um. Dann haben wir ganz viel Stroh. Zack, 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 zack. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen Java gespielt. Da kann ich einfach hin und her gehen und das geht. Hier muss ich immer wieder neu klicken. Muss ich ehrlich sagen, nervt mich ein bisschen an. Das mag ich an der Bedrock Edition nicht so gerne. Dafür hat die Bedrock Edition natürlich den glasklaren Vorteil.
Ne, das Crossplay, dass du wirklich mit jeder Oberfläche spielen kannst. Also, bam, bam, so, ich bin erstmal futtertechnisch gut ausgerüstet. So, jetzt habe ich irgendwie die Nacht durchgemacht. Joa. Ja, ich denk dran, wieder rechtzeitig ins Bett zu gehen. Keine Sorge, beim nächsten Mal wieder spielen. Aber ich würde sagen, ja, wir haben hier wieder so ein bisschen was vorbereitet. Ich werde offscreen natürlich wieder bis nächste Woche noch ein bisschen an meiner Brücke arbeiten. Und dann werden wir natürlich auch hier wieder ein paar Erkundungen machen. Vielleicht noch ein bisschen in gucken, was sich hier so unter meiner Höhle zu finden lässt. Vor allem auch, was es da so gibt, noch tiefer unten. In diesen einen Krater, den ich da noch nicht erkundet habe. Also, freut euch schon wieder drauf. Ich hoffe, heute hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne noch eine positive Bewertung da. darüber freue ich mich, darüber freut Schwien sich, natürlich seine Frau Julia und seine gesamte Familie. Und wenn ihr uns noch einen schönen Kommentar da lasst, sind wir auch alle super glücklich. Also, bis dahin. Au! Bye, bye.